4 Jahre insgesamt und seit 2 Jahren laufe ich auch im Schnee im Winter barfuß. Ich werde dir heute 3 Tricks verraten, wie du die häufigsten Fehler vermeidest, die die Menschen machen, die mit Barfußlaufen anfangen. Und vielleicht auch bald frei durch die Gegend marschierst, ohne dir Gedanken um dein Schuhwerk zu machen. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Erster Fehler. Das Wichtigste sind deine Gedanken. Was passiert, wenn wir barfuß im Winter laufen? Der Körper, der muss eine Vielzahl von exothermen, wärmefreisetzenden Funktionen ausführen, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Sonst würden wir sterben. Und das bedeutet ständige Arbeit am und im Körper. Das grundlegende Prinzip des Trainings, das ist uns allen bekannt. Zumindest wenn du Abonnent meines Kanals bist. Wir trainieren den Körper immer wieder, dass er trotz Herausforderungen in seinem natürlichen Gleichgewicht bleibt. Das ist Training. Wer seinen Körper völlig wider jeglichen natürlichen Veranlagung ständig in Watte einpackt, dass das immer ganz gut hat, dass er immer schön warm ist und alles hat, der Körper wird bei Krankheiten völlig überfordert sein, da er nicht so geübt darin ist, Herausforderungen zu meistern. Da er nie Herausforderungen gelernt hat zu meistern. Gib dich nicht der Illusion hin, dass die nackten Füße im Schnee irgendwann nicht mehr kalt sein werden oder dass du beim Eisbaden dich nicht immer auch ein Stück weit überwinden musst. Denn darum geht es. Das große Problem bei mir und sicher auch bei den meisten anderen Menschen, auch dir, ist, dass wir in einem Kulturkreis aufgewachsen sind, wo Kälte und körperlich strapaziöse Herausforderungen als vermeidbar oder als etwas Negatives gelten. Als eine Gefahr. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen den ganzen Tag körperlich arbeiten. Das ist so tief in uns verankert, dass wir wirklich denken, wir werden von Kälte krank. Völliger Unsinn. Und der allergrößte Fehler, den viele beim Barfußlaufen machen. Wir werden von Bakterien und wir werden von Viren krank. Und das auch nur dann, wenn unser Immunsystem diese nicht abwehrt. Das macht es aber in der Regel, wenn es gesund ist, wenn es trainiert ist. Aber wenn wir unser Immunsystem nicht stärken, dann machen wir, oder dann werden wir genau deshalb krank, weil wir unseren Körper nicht der Kälte aussetzen und den strapaziösen, natürlichen Witterungserscheinungen. Der Körper erhöht, wenn man regelmäßig sich der Kälte aussetzt, messbar die Anzahl der weißen Blutkörperchen. Und diese spielen die Hauptrolle in der Immunabwehr. Also denke um. Der Körper fühlt sich viel wohler und ist gesünder, wenn er den natürlichen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist. Zweitens, und das kommt jetzt unerwartet, übertreib's nicht. So unspektakulärer, aber ungemein wichtiger Tipp. Der Tipp ist ultra wichtig, ultra wichtig. Genauso wie Jod oder Vitamin D sehr, sehr wichtig sind, auch teilweise extern zuzuführen, so wichtig ist es, damit nicht zu übertreiben. Siehe auch mein Jod-Experiment. Erst dann hast du die tollen gesundheitlichen Effekte, wenn du die goldene Mitte findest. Die Herausforderung des Barfußgehen im Winter ist hoch genug für deinen Körper, glaub mir das, um das Immunsystem zu trainieren. Du musst da nicht komplett nackt draußen gehen oder noch in kurzen Hosen und so weiter. Wenn du nur ganz kurz in die Kälte gehst und dann wieder rein oder wieder im Eisbaden mal kurz den Körper kompletter Kälte aussetzen, wunderbar, auch gut. Aber übertreib's nicht. Beim Barfußlaufen, und das ist das Brillante, ist der Körper die ganze Zeit einer kleinen, andauernden Herausforderung ausgesetzt. Und das ist viel effektiver. Ein Körper ändert sich viel, viel besser dauerhaft, wenn er ständig trainiert wird. Eisbaden einmal die Woche, das bringt gar nichts. Ich habe das letztes Jahr gemerkt. Jedes Mal ganz große Überwindung und auch was ich jetzt merke, nachdem ich zum Beispiel jeden Tag kalt dusche oder den Winter durch mit einem Füßen gelaufen bin, nackten Füßen. Das ist eine ganz andere Sache. Martha, eine gute Freundin, die ist täglich Eisbaden gewesen. Sie war viel schneller und viel effektiver in diesem Abhärtungsmodus drin, obwohl wir ungefähr gleich angefangen haben.
Also, zieh dich unbedingt warm an, wenn du draußen rumläufst. Menschen lieben die Extreme, um sich zu orientieren. Das Ego spielt da auch immer so eine Rolle. Aber ich habe da überhaupt kein Problem damit, und das solltest du auch nicht, dir auch mal einen dummen Kommentar anzuhören, wenn du eine ganz dicke Jacke und eine Mütze auf hast, aber barfuß läufst. Der Mensch hat einfach nicht die Information. Ist halt so. Ja? Transzendieren, durchlassen, alles gut. Drittens, die richtige Technik beim Barfußlaufen. Der dritte Fehler, ich sehe das immer wieder. Menschen starten motiviert mit Barfußlaufen. Entweder komplett direkt ohne Schuhe, direkt von Anfang an, oder eben mit Barfußschuhen. Und die laufen trotzdem über die Hacke. Bitte. Dann solltest du die Schuhe mit Absatz und mit Dämpfung, wie bisher, kaufen und auch weitertragen. Dann ist Barfußlaufen nichts für dich. Uns wurde als Kind diese Art zu laufen, mit der Hacke, beigebracht. Obwohl sie völlig wider unsere Natur und jegliche Logik ist, wenn man darüber mal nachdenkt. Wenn der Fuß ganz locker hängt, wenn du den Fuß mal ganz locker hängen lässt, dann ist immer der Fußballen, also der vordere Teil des Fußes, tiefer. Und wenn wir normal laufen, dann muss zudem auch immer der vordere Teil des Fußes auch immer zuerst aufkommen, weil der hängt ja eh unten. Dass wir dann plötzlich so unnatürlich die Hacke nach vorne spreizen und da rausstrecken, das, und dann noch von einem sauberen Abrollen sprechen, das ist makaber. Genauso wie man von Fleisch redet und dann damals gesagt hat, oh, das ist Lebenskraft. Ne? Aber so haben wir es halt gelernt. Auch es ist vollkommen logisch, wenn man mit der Fußspitze zuerst aufkommt, dass man viel mehr Muskeln und Sehnen zur Balance zur Verfügung hat, als wenn wir direkt knack mit der Hacke auf dem Boden aufprallen. Also es ist völliger Unsinn, in dem wir uns da bewegen. Ja, leider Unsinn, den wir oder den viele oft nicht wahrhaben wollen. Da sind wir dann wieder bei Zertifikaten, bei Doktoren und den ganzen gesellschaftlich indoktrinierten Ballast, den wir seit Jahrhunderten immer noch mit uns rumschleppen. Indem wir darauf vertrauen, auf die Zertifikate und auf die Doktortitel, als auf unsere Natur, auf unsere Instinkte. Wenn du nicht vorne mit dem Ballen aufkommen willst, dann lass es mit dem Barfußlaufen. Das ist meine große Überzeugung. Vielleicht ist es auch nicht richtig, aber meine ganz große Überzeugung. Denn dafür ist tatsächlich der Absatz, der in den Schuhen meistens drin ist, auch gut. Der ist gedämpft und da gibt ein bisschen Flexibilität. Und na, so fügen wir so eine künstliche Dämpfung dazu, die wir normalerweise mit unseren Muskeln und Sehnen haben. Also dann wunderbar, nimm normale Schuhe. Entsprechend wundert es auch hier nicht. Du erinnerst dich, Training, dass so viele Menschen Fußprobleme in unserer Gesellschaft haben. So viele Menschen Fußprobleme. In den Naturvölkern siehst du nichts an Fußproblemen. Gar nichts. Die Leute knicken um. Warum sollen wir plötzlich umknicken? Du brauchst keine Schuhe. Du brauchst auch keinen Schuhorthopäden. Das kostet nur sinnlos Geld. Und du hältst damit Kreisläufe, die total nicht notwendig sind. Selbst wenn du Plattfüße, Senkfüße, was auch immer hast, nimm dir die Zeit, das auf natürliche Weise zu beheben. Mit Barfußlaufen und der richtigen Technik, ganz wichtig. Und vorne aufkommen heißt nicht mit den Zehen vorne aufkommen, wie bei so einer Ballerina, sondern mit dem Ballen. Das ist der, ich habe hier mal eine Skizze gemacht, wenn ich nicht vergesse, die wieder einzublenden, wie bei dem Apple Watch Video. Der erste Punkt, auf den dein Fuß aufkommen sollte, das ist die Außenseite des Ballens. Dort, wo der kleine Zeh ist, dahinter der Ballen. Und dann sollten die Zehen aufkommen und dann leicht auch die Hacke. Je nachdem, wie schnell man läuft und die Dynamik da vorne ist. Eventuell hat die Hacke auch gar keinen Kontakt mit dem Boden, wenn du zum Beispiel wirklich richtig läufst. Ich habe das, wie gesagt, ich habe es aufgezeichnet. Ich hoffe, dass ich es jetzt dran denke, einzublenden. Zusatztipp. Torpediert dein Gehirn nicht mit, ich kann das nicht. Ich selber bin das größte Softeis der Weltgeschichte. Bis vor 4 Jahren... 35 oder 36, war ich nicht mal draußen zelten. Meine Gesundheit war extrem anfällig und ich saß mein Leben lang nur in warmen Räumen oder klimatisierten Autos. Wirklich, ich hab's geschafft, du kannst es auch. Wenn du richtig Bock hast, wenn du wirklich richtig Bock hast, dann packst du das zu 100%. Und wenn du erstmal langsam dich dem Barfußgehen als solches widmen möchtest, hier auch noch ein Video, wo ich 3 der Top-Barfußschuhe vergleiche, wo du erstmal den Ballengang lernen kannst, bevor du dann wirklich auch die Kälte mit integrierst. Wenn du aber ein Fuchs sein willst, dann kaufst du dir die Schuhe, die ich dir unten verlinkt habe. Geheimtipp, kosten ein Zehntel, halten genauso lange. Sie sind allerdings nicht atmungsaktiv. Aber wenn man irgendwann komplett wechseln möchte, ohne Schuhe,
wunderbar. Aber mein Tipp. Also dann, raus in den Winter und wenn es erstmal nur barfuß zum Briefkasten lernen ist, probier's einfach mal. Geh raus, yeah, abhärten. Alles Liebe und willkommen im Leben, dein Samu.